Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Final Fantasy VII Remake Video. Gestern kam ja der Trailer zum State of the Play von Sony raus, habe ich gestern Video rausgehauen. Heute habe ich mich dazu entschlossen, diesen Trailer mal genauer zu analysieren. Ich habe den Trailer jetzt sehr, sehr häufig gesehen. Dieses Video wird jetzt sicherlich nur was für die Insider oder unter euch sein. Ich habe festgestellt, wenn man den Trailer nur ein-, zweimal sieht, entgehen einem sehr, sehr viele Details, die echt mega interessant sind. Das sind halt interessante Details für Freaks von Final Fantasy VII wie mich zum Beispiel. Hier und da gibt es vielleicht einen kleinen Spoiler, der aber nicht weltbewegend von der Story her ist. Aber wer das Spiel vielleicht nicht kennt und keine kleinen Spoiler mag, der sollte das Video sich jetzt nicht angucken, wobei das wirklich keine krassen Spoiler sind. Wie stelle ich mir das vor? Ich möchte einmal komplett den Trailer nochmal durchlaufen lassen, ohne meine Stimme oder sonst irgendwas. Und danach fange ich ganz von vorne an, den Trailer einmal komplett auseinanderzunehmen, Szene für Szene ein bisschen durchzugehen. Hier und da möchte ich vielleicht auch ein paar Bilder oder Szenen aus dem Originalspiel zeigen, weil ich habe einige Bosse im Trailer entdeckt. Ich habe auch zwei Limit Breaks entdeckt, wo ich hier und da das Original zeigen möchte. Zum Schluss möchte ich das Layout vom Kampfsystem mal ein bisschen auseinandernehmen. Also das Layout von den Charakteren, Limitbalken und hast du nicht gesehen. Da gibt es ein paar Zahlen und Balken, die vielleicht der eine oder andere nicht zu deuten weiß. Das Original möchte ich dann nochmal zeigen und ich habe auch entdeckt, wie man scheinbar die Charaktere wechseln kann, denn man spielt wirklich nicht nur mit Cloud, sondern kann scheinbar mit allen Charakteren sich einzeln so ein bisschen fortbewegen. Dazu aber wirklich dann zum Schluss des Videos. Jetzt starte ich erstmal den Trailer und danach sehen wir uns zur Analyse wieder. Have fun. I'm here for you, to help take the load off your shoulders. So, what's our next move, boss? That's easy enough. Are you okay? I'm fine. Here, this is for you. A flower? Can you bear to see the planet suffer, Cloud? So. Hier direkt bei der Analyse angekommen, die Anfangsszene im Spiel direkt, das ist das Intro, was man kennt, wo Aeris direkt vor diesem Lebensstrom hockt und betet, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aeris, muss ich sagen, ist auch mega gut optisch gelungen. Und jetzt folgt gleich die allererste Kampfszene von Cloud im Spiel überhaupt. Das ist die Stelle, wo Cloud aus dem Zug springt mit einem Salto und macht da ein paar Soldaten platt. Und kurz darauf... Und zwar genau jetzt, habe ich genau perfekt getimed, bin ich davon ausgegangen, die Szene, die jetzt passiert, erinnert ihr euch an die Substanz Feindeskönnen? Das ist so eine gelbe Substanz. In dieser Feindeskönnen-Substanz sind 26 Slots von gegnerischen Fähigkeiten, die man erlernen kann. Und es gibt einen Zauber, der sich Matra-Zauber nennt. Da kommen ganz viele Raketen. Das sieht so aus, als würden sie aus dem Arsch vom Gegner kommen. Passieren ja. Schaut euch die Szene mal genau an. Könnte man denken, dass es der Matra-Zauber ist. Jetzt habe ich aber eine kleine Slow-Motion mir mal reingezogen und ich habe jetzt auch wieder das perfekt getimed. Man sieht hier in der Draufsicht, das wird nicht der Matra-Zauber sein, weil man sieht hier, das ist der allererste Endgegner im Spiel, das ist der Scorpion. Blende ich jetzt hier noch nicht ein, weil nachher gibt es noch ein paar bessere Szenen im Trailer von dem Scorpions oder Skorpionswächter nennt er sich ja eigentlich. Eigentlich macht er den Matra-Zauber gar nicht. Natürlich haben die hier und da sicherlich ein paar Sachen im Spiel geändert. Also es wird irgendeine Spezialfähigkeit vom Skorpionswächter sein. Auf jeden Fall sieht diese Attacke mega geil aus. Wie gesagt, ich habe mich da völlig geirrt, dass es der Matra-Zauber ist. Ist er nämlich nicht. So,
Hier an der Stelle sieht man die Rebellengruppe Avalanche. Das ist jetzt hier zum Beispiel Jesse, die wir hier sieht. Da hinten ist noch Wedge und Bix, die hier gerade am Wegrennen sind. Die flüchten Richtung Zug. Und aus dem Zug dürfen wir auch dann kurz danach gleich wieder rausspringen. Das sieht man hier in der Szene nicht. Aber die folgenden Kampfszenen belegen, das kann eigentlich nur die Stelle sein, wo man das allererste Mal aus dem Zug rausspringt und dann noch ein paar Gegner platt macht. Da läuft man die ganze Zeit auf irgendwelchen Gleisen durch so einen Tunnel. Hier haben wir noch kurz eine Szene, wo wir kurz nachdem das Spiel richtig startet und man das ein bisschen lenken kann, legt man eine Bombe im Makoreaktor in Sektor 1. Das muss ich nochmal berichtigen aus dem letzten Video, wo ich gesagt habe, Sektor 7 ist völliger Käse. Nachdem man die Bombe gelegt hat, kommt nachher zum Schluss nochmal eine Szene, wo man die Bombe sieht. Startet ein Counter? Ah ne, der Counter startet erst, nachdem man den Skorpionswächter besiegt hat. Kurz, oder? Nein, das gehört, glaube ich, noch zum Counter. Den Skorpionswächter muss man, glaube ich, während des Counters besiegen. Bin ich mir jetzt leider nicht mehr hundertprozentig sicher. Tut jetzt für die Stelle erstmal auch nicht sehr viel zur Sache. So, das ist die besagte Kampfszene, die ich denke, dass die in diesen Tunnel abgeht, wo auch so ein paar Züge lang fahren. Hier sieht man auch auf dem Boden, dass zumindest für mich optisch sieht das aus, als wären das ein paar Gleisen. Von der Zusammenstellung des Teams mit Tifa, Cloud und Barrett könnte ich davon ausgehen. Und auch vom Fortschritt des Spiels, wenn ich den geringen Schaden sehe, den er hier austeilt, sieht man ganz eindeutig hier auch nochmal eine Szene. Dass, also für mich sieht es aus, als wären das hier alles Gleisen. Und auch von den Gegnern her wage ich zu behaupten, dass das die Stelle ist, wo die durch die Gleisen laufen oder durch den Tunnel. Hier sieht man auch schon ein bisschen von dem Layout, was ich nachher noch ein bisschen auseinandernehmen möchte. Und hier habe ich natürlich auch wieder perfekt getimed, gehe ich davon aus, dass es nicht die normalen Attacken gibt, nicht nur ein Limit Break, sondern noch ein paar Spezialattacken, aber dazu später noch ein bisschen mehr. So, eine kurze Unterhaltung zwischen Barrett und Bix, nachdem die Bombe explodiert ist, bevor sie nachher hier die Treppe hoch flüchten. Ja, hier gibt es eigentlich an sich noch nicht so viel zu erzählen weiter. So, und hier kommen wir jetzt zu der Stelle, wo Cloud das allererste Mal auf Aeris trifft, wo er die Blume geschenkt bekommt. Beziehungsweise kauft er hier sie, wenn ich mich nicht irre, kauft er sie da nicht eigentlich? Here. This is for you. A flower? So, hier an der Stelle angekommen, da musste ich ganz, ganz, ganz lange überlegen, was könnte das nur für ein Vieh sein? Ich lasse die Szene mal ganz kurz durchlaufen, dann gehe ich nochmal zurück. Weil der Gegner mitten im Kampf sehr, sehr klein wirkt, dachte ich, das kann doch kein Bosskampf sein. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn man sich die Umgebung... Stopp, das war zu weit. Und das war noch weiter. Wenn man sich die Umgebung ansieht, sind das für mich ganz klar diese Abwassertunnel. Erinnert euch an die Stelle, wo wir auf dem Walmart sind. Es wird doch irgendwann, im Laufe der Story wird Aeris entführt. Und da kommen wir irgendwann auf dem Walmart an und kommen vor eine, ich sag jetzt mal einfach Puffhütte. Erinnert euch mal an diesen einen Kollegen, Don Corleone nennt der sich. Das ist quasi der Zuhälter aus Final Fantasy VII, wenn man das mal freundlich ausdrücken will. Irgendwann merken wir, dass Aeris da scheinbar drin ist. Die wollen wir natürlich befreien. Und um die zu befreien, muss ich Cloud in ein Mädchen verkleiden. Und das machen wir dann auch irgendwann. Und irgendwann kommen wir dann in diese Puff-Villa, sage ich jetzt mal. Kommen in sein Pornozimmer, was so aussah im Original. Und vor dem Bett ist so eine Art Tür, Falltür. Und nach einer kurzen Konversation mit diesem Spinner macht er die Falltür auf, wir fallen runter und landen genau hier in diesem Abwassersystem. Und hier blende ich euch mal kurz den Bosskampf ein und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr die Ähnlichkeit mit diesem Gegner doch deutlich zu sehen oder dass ihr das sicherlich genauso sehen könnt wie ich, dass das eigentlich nur der Bosskampf sein kann. Ich glaube, da hier sieht man sogar ein paar Ketten. Im Original waren die Ketten, glaube ich, auch dran. Man kann es ja hier nochmal auf sich wirken lassen und passt auch zur Zusammenstellung. Cloud, Aeris, Tifa. Das ist die einzige Zusammenstellung, die es in diesem Kampf geben kann. Also bin ich mir relativ sicher, dass das nur dieser eine Bosskampf sein kann. So, gehen wir mal ein bisschen weiter im Text. Und
Hier habe ich auch eine Weile gebraucht. Das ist ein richtig, richtig geiler Gegner. Und ich war am Anfang der Überzeugung, Mensch, das muss doch ein Bosskampf gewesen sein. Nee, das ist ein ganz normaler Zwischengegner. Mitten so ein Zugfallskampf war das, glaube ich, in Final Fantasy 7. Ganz nah am Anfang sogar. Dieser Gegner nennt sich Auslöscher. In späteren Final Fantasy Teilen, wie zum Beispiel der 13, gibt es so einen ähnlichen, der nennt sich Jaggernaut. Ich könnte mir vorstellen, dass der in diesem Teil dann auch so heißen wird. Ich dachte wirklich, es ist ein Bosskampf. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Remake dieser Gegner vielleicht sogar auch ein Boss ist. Man darf auch nicht vergessen, dass ja vor Jahren schon bekannt wurde, dass hier und da an Story-Strängen noch ein wenig gestreckt wurde und ein bisschen was hinzugefügt wurde, wie zum Beispiel die Rebellengruppe Avalanche. Da soll es 1, 2, 3 Stunden Story Strang dazu geben, wo man ein bisschen Hintergrund über die Charaktere dazu erfährt, was ich eigentlich ganz, ganz geil finde. Und deswegen denke ich auch, dass der ein oder andere Gegner, wie der hier zum Beispiel, jetzt kein Standard, sondern ein Bosskampf sein wird. Ja. So, und hier muss man nochmal zurückspulen. Und hier möchte ich mal eine kurze Slow-Mo einbauen, denn hier sehen wir, ich zeige es euch mal ganz kurz in schnell. So, und jetzt machen wir wieder ein Stück zurück. Das sind, und da könnte ich meine Hand drauf verwetten, die ersten beiden Limit Breaks. Der erste Limit Break von Barrett ist hier zu sehen. Das ist der Machtschlag. Und hier kommt das zweite Limit Break von Cloud. Das ist wirklich das zweite, nicht das erste. Der Kreuzschlag ist hier ganz klar zu erkennen. Und um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich mal kurz eine Slow-Mo einbinden in dieses Video, damit man das mal ein bisschen langsamer sieht. Und ich zeige euch jetzt, bevor ich die Slow-Mo zeige, mal das Original von der PS1. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es die Limit Breaks sein werden. Hier die Slow-Mo, könnt ihr euch nochmal selber überzeugen. Einmal hier der Machtschlag und ganz klar zu erkennen der Kreuzschlag. So, weiter im Text. Jetzt kommen hier ein paar Kampfszenen gegen den allerersten Endgegner im Spiel. Und zwar ist es der Skorpionswächter. Mensch, so schwer ist das Wort doch gar nicht. Der erscheint, sobald man die Bombe gelegt hat an dem Reaktor. Und hier blende ich euch nochmal kurz das Original aus der 7 ein von 97. So, hier noch ein paar schöne Explosionsszenen mitten im Kampf. Ich bin echt gespannt, wie sich das nachher gestaltet in so einem Bosskampf. Inwieweit man vielleicht auch die Umgebung nutzen kann, da bin ich schon sehr gespannt. Hier kommt die Explosion der Bombe. Das ist klar, selbsterklärend, bin ich mir relativ sicher. Can you bear to see the planet suffer? Und wer da gerade zu sehen war, das bin ich mir relativ sicher, muss nicht weiter erklärt werden. Das ist Sephiroth, quasi der ganz böse Feind von Cloud und dem Rest. Hier weiß ich nur leider nicht so richtig zuzuordnen, wo das geschieht, weil so richtig begegnen tut man ihm eigentlich erst in, also zumindest diese Szene, wo das alles so brennt, das erinnert stark an die Szene von Nibelheim. Die Insider unter euch kennen die Szene, wo das ganze Dorf abbrennt und er mitten in den Flammen steht. Das ist eigentlich die Szene, die ich dahinter vermute, aber das ist viel zu weit voraus und meiner Vermutung nach ist das eigentlich eine Szene, die wahrscheinlich in der zweiten Episode erst kommen wird, weil das weit nach Midgar passiert, diese Szene. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier mitten im Spiel der ein oder andere Flashback sein wird, wo es vielleicht ein paar Erinnerungen gibt, an die er sich vielleicht durch die Explosion der Bombe oder so, könnte ich mir vorstellen, hat er vielleicht kurz einen Flashback und sieht da kurz Sephiroth. Wow. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz auf das Layout des Kampfsystems eingehen. Ich zeige euch jetzt hier mal ganz kurz das Original in Ruhe. Einmal sieht man die Namen, das ist völlig klar. Hier auch nochmal der Bosskampf, von dem ich vorhin gesprochen habe. Hier sieht man einmal, wie gesagt, von jedem Charakter die Lebenspunkte mit einem Balken versehen. Optisch nochmal, hier ist der Limit Break und hier ist das Active Time Battle. Das entfällt in diesem gesamten Spiel. Das heißt, dass alles in Echtzeit passiert. Das Active Time Battle war immer, du stehst hier natürlich in der Linie,
Du könntest jetzt Stunden da stehen und es passiert nichts, keiner attackiert. Sobald jemand eine Attacke ausgeführt hat, ist dann entweder der Gegner dran oder noch ein Teammate, wie auch immer. Also diese Leiste entfällt im Remake komplett. Viele, viele haben sich schon darüber beschwert, dass das alte Kampfsystem überholt wird. Und ich habe irgendwann aber mal ein Interview gelesen und dem kann ich nach den Worten eigentlich nur beipflichten. In der heutigen Zeit würde dieses Kampfsystem absolut lahm wirken. Und deswegen finde ich das Kampfsystem, wie es zum Beispiel bei Final Fantasy 15 auch ist, deutlich geiler, actionlastiger und schneller. Bei Final Fantasy 15 muss ich sagen, war das Kampfsystem nicht ganz so abwechslungsreich. Und ich hoffe, im Endeffekt ist es ja so, du hast eine Attacke, du haust drauf, dann machst du vielleicht einen Doppel- oder einen Quattro-Schlag, gibt es ja extra Substanzen für, dann machst du einen Zauber oder ein Limit. Viel mehr Abwechslung gab es im Original jetzt auch nicht. Deswegen bin ich mir sicher, dass auf jeden Fall das neue Kampfsystem deutlich besser wird. Und jetzt springe ich nochmal in den Trailer und gehe nochmal verschiedene Stellen vom Kampfsystem durch. So, jetzt hier in dem Bild angekommen, erzähle ich euch kurz mal was zum Kampflayout vom Remake. Was ich groß nicht erklären muss, ist sicherlich klar, Barrett, Tifa, Cloud, das sind die Charaktere, ist klar. Hier, wie im Original, haben wir auch wieder hier die HP-Anzeige und die Magie-Punkte-Anzeige. Einmal als Zahl und einmal als Leiste, wie man hier sehen kann. Visuell nochmal ein bisschen besser dargestellt für die Leute, die es nicht so mit Zahlen haben. Und hier habe ich eine Weile überlegt, was das sein könnte. Das kann eigentlich nur der Limit Break sein. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild, wo das der Limit Break voll ist, also wo ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass das der Limit Break nur sein kann. Hier in dem Bild deutlich zu sehen, hier ist der Limit Break zum Beispiel voll. Also ich finde, das noch deutlicher kann man es eigentlich, es kann nur der Limit Break sein. Und hier kommen wir natürlich auch gleich, das ist nämlich das perfekte Bild. Wir haben nämlich hier, da habe ich eine Weile überlegt, hier sind noch zwei Balken. Und da habe ich ewig überlegt, was das sein könnte. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir sehen nämlich jetzt hier gerade Cloud, ich spule mal ein Stück zurück. Das ist keine herkömmliche Attacke, die der da ausführt. Und zwar ist es so eine Art Vorwärtssalto. Zieht euch das mal ganz kurz rein. Zack. Das ist kein normaler Angriff. Und wenn ihr euch den Schaden mal reinzieht, den er ja aushält von 618, kann das nur eigentlich nochmal eine gesonderte Attacke sein. Denn wir haben hier drüben, das sehen wir hier nochmal, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so viel mit der Maus mich bewege, sonst kommt hier jedes Mal diese Schrift. Wir sehen hier einmal, auf jeden Fall möchte ich hier drauf eingehen, sehen wir einmal den Charakter Cloud. Und das ist nämlich die Stelle, wo ich behaupte, sehen wir, wie wir durch die Charaktere switchen können. Ihr seht hier, mit L2 oder R2 kann man entweder auf Tifa oder auf Barrett switchen. Und dann gibt es noch Shortcuts, mit denen man wahrscheinlich irgendwelche Schnellbefehle ausführen kann. Was weiß ich, einen Zauber auswählen oder eben eine Heilung rausschmeißen. Das ist so ein bisschen wie in anderen Spielen. In anderen Spielen gibt es auch so eine Shortcuts. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel auf die Schnelle zur Hand. Und hier sieht man auch nochmal im Gegenzug, hier bei Cloud fehlt hier ein Stück Leiste, weil er gerade diese Sonderfähigkeit aktiviert hat. Und hier sehen wir, fehlt der Balken auch. Hier bei Barrett zum Beispiel sieht man, sind die Balken noch voll. Und bei Tifa ist es genau derselbe Part. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass das Spezialattacken sein werden, die sich wahrscheinlich auch im Laufe des Kampfes füllen. Und es gibt hier sieht man es nochmal genau. Ich muss mal warten, bis die Schrift weg ist. Ganz unten links steht hier, möchte ich euch kurz zeigen, hier steht Kommandomenü. Und hier sehen wir nämlich ganz klar, ich hoffe, das ist im Video ein bisschen zu erkennen. Ich wollte jetzt nicht durch ein YouTube-Video zappen. Hier ist ganz klar zu erkennen, dass hier auch nochmal die zwei Balken sind, die wir hier sehen. Deswegen hat man wahrscheinlich zwei Spezialkommandos, wahrscheinlich auch verschiedene Spezialattacken, aus denen das besteht. So, ich würde behaupten, dass ich jetzt grob durch bin mit zumindest meiner Interpretation von dem Layout. Ich will jetzt noch einmal die Stelle suchen, wo die Limit Breaks kommen. Das dürfte gleich... Na, wo ist es? Und zwar hier. Zack. Hier sehen wir nämlich, dass Barrett den gerade ausgeführt hat. Limit-Leiste ist leer. Hier ist Cloud seine voll. Und jetzt kommt nämlich gleich, und hier sieht man natürlich auch Tifa im Layout, aber leider nicht. Ach, übrigens, das habe ich ja völlig vergessen. Das schneide ich euch jetzt nochmal mit rein, denn welchen Bosskampf sehen wir eigentlich? Ja, das habe ich völlig vergessen. Vorher zeige ich euch nochmal den Limit Break. Jetzt kommt der Limit Break
Und jetzt haben wir nämlich Cloud angewählt. Das sieht man übrigens auch, wenn man einen anderen Charakter angewählt hat, ist das hier so ausgeschnitten und den Charakter, den man hat, da ist der Ausschlag von dem Balken viel weiter nach außen. Und jetzt ist der Limit Breaker nämlich auch weg. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich für ein Gegner ist. Das habe ich vorhin völlig vergessen, nur gut, dass ich nochmal zurückgespult habe. Und zwar erinnert euch an die Szene im Shinra Hauptquartier, wo wir das allererste Mal auf Nanaki treffen, beziehungsweise alias Red 13, das Experiment von Dr. Hojo. Das ist quasi der Gegner HO512, nennt er sich im Spiel. Nachdem Nanaki quasi aus der komischen Zelle rausspringt, kommt dieser Gegner, irgend so ein Bio-Experiment. Und das ist hier, glaube ich, die Stelle, wo wir das erste Mal, ich glaube, das ist auch ein Experiment von Genova, da kann ich mich aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau dran erinnern. Ich blende euch hier mal den Originalgegner ein, bevor ich das jetzt noch vergessen hätte. Freue ich mich, dass ich da noch dran gedacht habe. Genau, hier sieht man es noch ein bisschen besser. Sieht so ein bisschen, ja, sieht halt eklig aus, das Vieh. Aber das kann eigentlich nur dieses oder dieser Gegner sein. Ja, gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. An sich bin ich soweit mit der Analyse eigentlich durch. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu fad oder zu stotterhaft. Ganz so oft mache ich solche Analysen leider nicht oder beziehungsweise ist es meine allererste richtige Trailer-Analyse. Ich möchte nochmal betonen, dass zwischen 11. und 13. oder 14. Juni die E3 ist, wo es definitiv, wie wir ja hier sehen, Achtung, ne, wo bleibt's? Genau, more to come in June. Da ist die E3 in Los Angeles, wenn ich mich nicht täusche. Da soll es mehr Informationen zu Final Fantasy VII, dem Remake, geben. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden. Bis dahin wäre es natürlich geil, wenn ihr einen Daumen da lasst. Habt ihr ein paar Verbesserungsvorschläge für die Art des Videos, wie ich das jetzt hier hingezaubert habe? Oder habt ihr allgemein ein paar Kommentare? Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr die Kommentarsektion ein bisschen füllt. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr neu seid, lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Würde ich mich mega drüber freuen. Und das nächste Final Fantasy Video kommt auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.